Ja, über die Top-Performer der Nebenwerte spreche ich jetzt mit Felix Gode von der GBC AG. Herr Gode, Grammer hat ja heute schon seine vorläufigen Zahlen vorgelegt. Also im abgelaufenen Geschäftsjahr, da gab es einen Umsatzrekord und trotzdem wird das Papier heute abgestraft. Woran liegt es am Ausblick? Guten Tag. Ja, das Unternehmen hat nicht nur einen Umsatzrekord gezeigt, wie Sie gerade schon gesagt haben, sondern im Ausblick auf das Gesamtjahr auch in Aussicht gestellt, wieder einen Umsatzrekord zu erzielen. Das wäre dann der 5. Anstieg in Folge. Umsatzseitig ist Grammer also voll auf Erfolgskurs. Das Ergebnis in 2014 war, wie Sie eben schon gesagt haben, auch mit Anlaufkosten belastet, sodass es also als Erfolg gewertet werden kann, dass dieses Vorjahresniveau fast wieder erreicht wurde. Aber man hat am Markt damit gerechnet, dass die Ergebnisse 2015 wieder zulegen würden. Und genau das hat das Unternehmen nicht in Aussicht gestellt, weshalb die Aktie heute unter Druck kommt. Im Gegensatz zu Grammer gehört Aixtron heute zu den Gewinnern. Also in den vergangenen Tagen, da konnte das Papier ja schon rund 10% zulegen. Aber zuvor, da stand die Aktie noch gehörig unter Druck. Wie geht es hier jetzt weiter? Der Anstieg der letzten Tage bei Aixtron dürfte meines Erachtens überwiegend technischer Natur gewesen sein im Zuge der positiven Gesamtmarktsituation. Zudem muss man ja sehen, dass die Aktie seit geraumer Zeit nur den Weg nach unten kannte und eine Gegenbewegung in einem guten Marktumfeld ist da nicht ungewöhnlich. Aber es gab auch Anfang Januar eine gute Indikation, zum Beispiel vom LED-Hersteller Cree aus den USA, was Hoffnung gab. Aber das ist wohl kaum als ein akutes Signal zur Trendwende bei Aixtron zu sehen. Was zählt, sind letzten Endes die Auftragseingänge, Umsätze und Ergebnisse. Und die sind bei Aixtron derzeit noch sehr schwach. Und das Unternehmen weist immer noch negative Cashflows auch auf. Auch wenn Aixtron mittel- und langfristig hier sicherlich ein spannendes Unternehmen ist, würde ich hier auf klar positive Signale auf der Auftragsseite warten. Herr Gode, einen ordentlichen Lauf hat ja QSC aktuell. Also die Aktie scheint momentan nur so vor Stärke zu strotzen, oder? Ja, absolut. Und hierfür gibt es drei wesentliche Gründe. Zum einen soll das Unternehmen ja derzeit die Veräußerung seines DSL-Netzes an United Internet prüfen. Das würde dem Unternehmen einen beachtlichen Liquiditätszufluss bescheren und eventuell dann zu einer Sonderausschüttung für die Aktionäre führen. Zum anderen plant das Unternehmen, unabhängig von dem möglichen Verkauf, eine Dividendenzahlung von 10 Cent pro Aktie, was selbst bei dem stark gestiegenen Kursen jetzt eine Rendite von fast 5% bedeutet. Operativ dürfte das Ergebnis zudem in 2014 zwar noch im roten Bereich gelandet sein, jedoch ist hier auch ein entsprechendes Ertragsstärkungsprogramm in Umsetzung, was ebenfalls eine Aussicht auf ein besseres Jahr 2015 gibt. Auch das beflügelt natürlich die Aktie. Anders sieht es da bei Dialog Semiconductor aus. Da gehört man heute zu den Verlierern im TecDAX. Wie sehen Sie denn das Papier momentan? Naja, wenn man sich den Chartverlauf von Dialog anschaut, dann verwundert es nicht, dass die Aktionäre hier auch einmal Gewinne mitnehmen. Immerhin ist die Aktie innerhalb des letzten Jahres um über 100% gestiegen. Zuletzt haben zudem die guten iPhone-Verkaufszahlen von Apple für einen nochmaligen Schub gesorgt. Aber diese Entwicklung ist auf der anderen Seite natürlich auch von guten Zahlen hinterlegt. In den ersten 9 Monaten konnten die Umsatzerlöse um über 30% gesteigert werden, das operative Ergebnis sogar um 150%. Auf der Gesamtjahresbasis wird derzeit zudem von einem nahezu doppelt so hohen Nachsteuer ausgegangen als im Vorjahr. Also die Zahlen, die jetzt am Donnerstag kommen, könnten hier nochmal zusätzlichen Rückenwind verleihen. Herr Gode, sprechen wir abschließend auch noch mal über einen Wert aus der Softwarebranche, nämlich über KPS, die Aktie des Unternehmens. Die konnte ja in den vergangenen Jahren über 400% zulegen. Ja, das ist richtig. Heute hat das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und wird heute ein wenig dafür abgestraft. Zu Unrecht, wie ich finde, denn die Zahlen für das erste Quartal lagen im Rahmen meiner Erwartung. Nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr ja eine Umsatzsteigerung um 14,5% erreicht wurde, wieder eine starke Steigerung erreicht wurde, muss man sagen, hat die Dynamik jetzt naturgemäß etwas nachgelassen, aber die Umsätze sind dennoch auf einem sehr hohen Niveau und über dem Niveau des Vorjahres ausgefallen. Man muss ja bedenken, dass die KPS inzwischen mit Umsatzerlösen von über 100 Millionen Euro pro Jahr unterwegs ist und damit ein echtes Schwergewicht bereits auf dem deutschen Beratungsmarkt ist. Und auf dem Niveau immer noch Umsatzwachstum zu zeigen, ist in meinen Augen sehr beachtlich. Zudem konnte ja auch die EBIT-Marge mit 16,5% auf einem anhaltend hohen Niveau bestätigt werden. Und auf Ganzjahressicht sind nicht zuletzt weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht gestellt worden.
Und auch die Dividende ist bei KPS sicherlich immer ein starkes Argument. Derzeit beträgt die Dividendenrendite rund 4,5%. Also der Einbruch von heute sollte meines Erachtens nur temporärer Natur sein. Dann sage ich vielen Dank, Felix Gode, für den Überblick der Nebenwerte. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank.